Also Ihr Blutdruck ist vollkommen normal. Aber Sie sollten die Tabletten weiterhin nehmen. Ist recht, Frau Doktor. Mit dem Rezept kommen Sie für das restliche Quartal aus. Danke. Wiederschauen, Frau Doktor. Wiederschauen, Frau Doktor. Guten Morgen, Frau Doktor. Guten Morgen. Was ist denn das? Das sind doch die Medikamente für Ihren Sohn. Ich traue dem Zeug nicht. Chemie, das ist ja lauter Teufelszeug. Frau Steininger, Ihr Sohn hat eine spastische Bronchitis. Damit ist nicht zu spaßen. Sie wollen doch, dass er wieder gesund wird. Ich bete jeden Tag. Und ich habe 7 geweihte Kerzen angezündet. So hat's meine Mutter und meine Großmutter einmal gemacht. Und das hat auch gereicht. Das reicht in diesem Fall nicht. Ihr Sohn muss die Medikamente nehmen. Müssen tut er gar nichts. Außerdem geht's ihm eh schon besser. Wiederschauen. Ich hasse die Natur. Die Natur und die Einfachheit. Ich habe sie immer gehasst. Und ich fühle, dass ich sie immer hassen werde. Ich habe die Einfachheit schon in der Wiege gehasst. Ich neigte im zarten Alter von 6 Monaten zu Perioden grimmigen Schweigens, weil ich wusste, dass mich eine einzige Sicherheitsnadel zusammenhält. Ich hätte gerne gefühlt, dass meine Persönlichkeit mindestens 3 Sicherheitsnadeln verlangt. Gott sei Lob und Dank, dass Sie kommen. Es wäre alles nicht nötig gewesen, wenn Sie Ihrem Kind die Medikamente gegeben hätten.